Mal her, für dich eine richtige Wassermelone. Und diesmal ist sie nicht gestohlen. Oh, das schmeckt gut. So, meine Kleine, jetzt mache ich dir eine Reissuppe mit Ei. Die Melone liegt gleich neben dir, ja? Siehst du hier? Danke, Seta. Ich hab dich so lieb. Setsuko schlief ein und wachte nicht mehr auf. Hier, eine Sonderration Holz. Bei einem Kind sagen sie nichts, wenn man es in einer Ecke des Tempelgeländes verbrennt. Du musst sie ausziehen und mach das Feuer mit Sojabohnenschalen an, dann brennt es besser. Ach, heute ist das Wetter ganz besonders schön. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Ist das herrlich. Zu Hause ist es doch am schönsten. Und mein Grammophon funktioniert auch noch. Toll. Ach, wunderbar. Endlich sind wir wieder zu Hause. Ja. Oh.
Am nächsten Morgen habe ich Setsukos Asche in die leere Bonbonbüchse getan. Ich bin den Berg hinuntergegangen, ohne mich umzusehen. Es ist spät, du musst schlafen.